Ja, vielen Dank, dass ich heute unseren Institutstag zum Thema Digitalisierung auftakten darf. Ich will ehrlich zu Ihnen, zu euch sein. Als ich gehört habe, dass wir einen Institutstag planen zum Thema Digitalisierung, da dachte ich, ach nö, oder? Echt? Digitalisierung? Das ist doch ein Thema, zu dem irgendwie fast jede und jeder schon irgendwas gesagt hat oder irgendwas geschrieben hat. Da gibt es unglaublich viel dazu. Ist das wirklich noch spannend? Also müssen wir uns mit dem Thema noch beschäftigen? Denn, und dann erinnerte ich mich, das war tatsächlich in der Medienpädagogik durchaus mal anders, dass unsere Themen Relevanz hatten. Ich erinnere mich da zum Beispiel an Gespräche innerhalb der Community, in denen wir immer wieder gedacht haben, Mensch, hier passiert was in der Gesellschaft, hier ändert sich gerade etwas Grundlegendes. Wir nannten das damals Informationsgesellschaft, Mediengesellschaft, heute heißt es digitaler Wandel, Digitalisierung und so weiter. Und wir dachten, das gibt's doch nicht, wieso wird das nicht wahrgenommen, was hier passiert und vor allem auch nicht, was wir machen. Wir fühlten uns im Übrigen auch innerhalb der Erziehungswissenschaft, innerhalb der DGFE, innerhalb der üblichen Sektionen, fühlten wir uns so ein bisschen so, ich weiß nicht, ob ich dieses Bild zeichnen kann, wir fühlten uns so ein bisschen so wie dieser kleine, blasse Junge mit den schmächtigen Armen, der, wenn es darum ging, im Sportunterricht die Mannschaften zu bilden, immer so der Letzte war, der noch auf der Bank saß. Im Übrigen auch hier innerhalb des Instituts, nämlich dass es durchaus für mich befremdlich war, dass man nicht die Abteilungen innerhalb, also alle Abteilungen wurden alphabetisch aufgerufen, aber M ist offenbar im Ludwigsburger Alphabet ganz hinten, nach S zum Beispiel. Ja? Also habe ich nicht verstanden. Dann irgendwann passierte was in dieser Gesellschaft. 2016, die KMK-Erklärung, Bildung in der digitalen Welt hieß es. Es wäre ja nicht das erste Papier gewesen. Ne? Also wir hatten die Vorgängerinstitution BLK, die Bund-Länder-Konferenz, hat ja 1900, wirklich muss man nachgeben, weil ich mich damit als alter Mann oute, 89 schon das erste Papier veröffentlicht. Die KMK dann 1995, das nächste, 2012, eine bahnbrechende Erklärung zur Medienbildung in der Schule. Und dann 2016 erst die KMK-Erklärung Bildung in der digitalen Welt. Was hat sich verändert? Ganz versteckt auf Seite 59 stand nämlich dann, dass alle Kinder und Jugendlichen, die im Jahre 2018 eingeschult werden bzw. in die weiterführende Schule wechseln, Gelegenheit gehabt haben sollen, die im Rahmen dieser Kompetenz formulierten, so heißt es in etwa, in diesem Papier formulierten Kompetenzen erwerben zu können. So war die Formulierung in etwa. Und plötzlich hat sich etwas gewandelt. Dann kam der Digitalpakt. Dann kamen die weitere Initiativen, beispielsweise die vom BMBF, qualitätsoffensive Lehrerinnen-Lehrerbildung und so weiter. Naja, und dann passierte noch etwas. Das ist unser Thema. Also das war schon die Zeit, in der wir plötzlich merkten, wunderbar, man interessiert sich für unsere Themen. Es war plötzlich wie Türen gingen auf. Einige von uns hatten 5 Vorträge innerhalb einer Woche und noch mehr Absagen. Und dann kam Corona. Und mit Corona hat das ganze Thema Digitalisierung, Mediatisierung nochmal einen Schub bekommen. Leider aber nicht unbedingt so, zumindest aus meiner Sicht und so aus Sicht der Kolleginnen und Kollegen, einen Schub in Richtung dessen, was wir uns gewünscht hätten, sondern plötzlich sagte jeder etwas zum Thema Mediatisierung und Digitalisierung und das nicht immer ja, so entsprechend, wie man sich glücklich fühlt damit, also auch nicht mit den passenden Begriffen, die zumindest wir irgendwie verstehen. Also allein, Sie merken das wahrscheinlich, wenn ich immer anfange zu zucken, wenn irgendjemand von digitaler Lehre spricht oder von digitaler Bildung. Ne? Wenn ich mich dann nämlich frage,
was ist denn an Bildung jetzt digital und wie soll das denn aussehen? Also es gab so eine Zeit, in der man hier und da in Sitzungen, in persönlichen Gesprächen, auf Tagungen und sogar aber auch in der Literatur plötzlich merkwürdige Dinge gelesen hat, die wir Medienpädagoginnen und Medienpädagogen nicht so ohne weiteres nachvollziehen konnten. Also plötzlich wurden Hashtags, Plattitüden aus der Politik, haben es irgendwie in die Literatur geschafft. Und auch mit dem Titel meines heutigen Vortrags, nämlich Digitalisierung, also mit unserem Schwerpunktthema unseres Institutstags, möchte ich mich auch gleich noch kritisch auseinandersetzen. Das Problem ist, um es vielleicht mal vorwegzunehmen, dass Digitalisierung ein Begriff ist, der von jeder und von jedem ein bisschen anders verstanden wird. Das heißt, das, was sich dahinter verbirgt, die Ideen, die Bilder, die Menschen im Kopf haben, wenn sie von Digitalisierung sprechen, sind sehr, sehr, sehr unterschiedlich. Das erkennt man ja auch schon an diesen Begrifflichkeiten. Nämlich diese. Die eine oder andere denkt vielleicht an Verwaltungsprozesse. Jemand anderes denkt an Online-Lehre. Wiederum jemand anderes an digitale Medien, mediengestützte Lehre oder auch Unterricht mit Tablets. Jemand anderes befürchtet, dass KI und Roboter uns die Macht übernehmen und die Jobs weg. Und jemand anderes befürchtet, dass Digitalisierung sei ein Klimakiller. Ja? Gesundheitliche Gefahren durch strahlende Handys und so weiter und so weiter. Und viele dieser Befürchtungen sind ja nicht unberechtigt. Aber definitiv so simplifiziert natürlich nicht zutreffend. Und deswegen war die Idee, so etwas ordnende Orientierung, so etwas so aus einer Metaperspektive und das idealerweise aus Sicht der Medienpädagogik, das ist vielleicht doch eine ganz gute Idee. Und deswegen werde ich diesen Vortrag doch halten. Also das Ziel ist, ein bisschen Orientierung reinzubringen, ein bisschen mehr Klarheit, ein bisschen mehr Verständnis in die Diskurse zu bringen, und deswegen verzichte ich mit Absicht auf das allzu kluge Daherfaseln und auf das übliche Name-Dropping, also die Insignien der kollegialen Beeindruckung. Die würde ich jetzt verzichten im Sinne des Verständnisses. Es kann daher passieren, bitte ich gleichzeitig um Entschuldigung, wenn das etwas holzschnittartig daherkommt oder wenn es gerade für diejenigen, die schon ein bisschen tiefer in dem Thema, ich gucke jetzt in Richtung meiner Abteilung, die schon ein bisschen tiefer im Thema sind, wenn es da vielleicht etwas zu holzschnittartig wird oder etwas zu oberflächlich. Also dafür möchte ich gleich ein Verständnis machen. Denn die Idee ist sozusagen, Verständnis herzustellen, Überblickswissen. Und vielleicht, wenn wir noch ein bisschen Zeit im Anschluss haben, dann würde ich ganz gern den Erfolg des Vortrags noch evaluieren. Das heißt also dann nochmal ins Gespräch gehen. Oder um es anders zu formulieren, all das, was in der nächsten Stunde passiert, ist klausurrelevant. Ich möchte gleich mit der ersten Frage beginnen und diese erste Frage versuchen, innerhalb von 5 Minuten abzuhaken, damit wir Zeit für die wichtige, nämlich für die zweite Frage haben. Also warum ist es für uns interessant? Deswegen also jetzt gleich zur ersten Frage, was ist Digitalisierung? Und das lässt sich relativ einfach sagen. Glück habe ich, dass ich im eigentlichen Beruf, also bevor ich Erziehungswissenschaften, Soziologie, Pädagogische Psychologie und so weiter studiert habe, habe ich Nachrichtentechnik studiert. Das heißt, ich bin Ingenieur für Elektrotechnik. Deswegen ist es total easy, über Digitalisierung zu sprechen, weil da muss ich bloß in einem Lehrbuch nachschauen, das schon ein bisschen eingestaubt ist, ehrlich gesagt. Und da steht genau das drin. Übertrag analoge Erscheinungsformen in diskrete Werte mit dem Ziel der elektronischen Speicherung und Verarbeitung. That's it. Das ist Digitalisierung. Okay, was heißt das jetzt in der Praxis? Und ich bediene mich da ganz gerne einem Beispiel aus der Musik zum Beispiel. Also man könnte jetzt, wenn Sie sich ein Audiosignal vorstellen oder meine Stimme, dann ist das ein Signal, das typischerweise analog ist, das man in eine digitale Form übertragen kann. Die digitale Form ist, also das Ziel ist, die bekannten Einsen und Nullen, die Sie ja gerade auch schon auf der Folie gesehen haben. 1 und 0 heißt eigentlich nur, Spannung liegt an oder Spannung liegt nicht an.
das ist die beiden Unterscheidungs-, das ist die beiden Aggregatzustände, die eine Maschine unterscheiden kann. Strom da, Strom nicht da. Und in alles, was man sich vorstellen kann, Stimme, Musik, Videos, Clips, Worte, ja? All das, geschriebene Worte zum Beispiel, all das wird in einem einzigen Format gespeichert, nämlich in Einsen und Nullen. Das ist das Ergebnis, wenn das hier entsprechend kodiert wird. Wie muss man sich das praktisch vorstellen? Praktisch vorstellen kann man sich das, wenn meine Stimme beispielsweise wenn ich jetzt ein Mikrofon hier hätte, dann würde meine Stimme ein Membran, das eine Spule dahinter hat, und dieses Membran bringt die Spule ins Schwingen. Und dieses erzeugt einen elektrischen Strom, der in etwa, viel komplizierter als das hier, das ist jetzt eine Sinuskurve, der etwa so aussieht. Das heißt, das ist ein analoges Signal. Dieses Signal wird entsprechend quantisiert und dann entsprechend kodiert. Ergebnis sind Nullen und Einsen. Das ist Digitalisierung. Und jetzt fragt man sich natürlich, wenn wir davon sprechen, dass wir Schulen digitalisieren wollen, dass wir Hochschulen digitalisieren wollen, dass wir ganze Gesellschaften digitalisieren wollen, ich fürchte, das wird so nicht gelingen. Und deswegen halte ich diesen Begriff auch nicht unbedingt für den besten Begriff in diesem Zusammenhang. Es gibt in der Medienpädagogik einen Begriff, der das etwas besser beschreibt, nämlich den des digitalen Wandels. Und der digitale Wandel, warum? Er können wir jetzt sagen, ach, was macht er mit den Begrifflichkeiten? Ja, wozu braucht man jetzt da diese Unterscheidung? Warum ist es wichtig, es nicht Digitalisierung zu nennen, sondern digitaler Wandel? Da steckt schon was drin, denn Sie merken, also zumindest wir merken das, dass Digitalisierung ein Thema ist, das im Wesentlichen Technikerinnen, Techniker, Informatikerinnen, Informatiker anspricht. Und das ist es ja klassischerweise auch, weil es ist eines der zentralen Arbeitsgebiete der Informatik, Digitalisierung. Währenddessen digitaler Wandel bedeutet darauf hin, hier passiert was in der Gesellschaft und es ist etwas, was uns alle angeht. Oder um es noch deutlicher zu formulieren, es ist eine Gestaltungsaufgabe, eine gesellschaftliche Gestaltungsaufgabe, die eben nicht nur Technikerinnen und Techniker und Informatikerinnen und Informatiker betrifft, sondern streng genommen uns alle. Und natürlich aber ganz im Wesentlichen, weil es auch eine Bildungsaufgabe ist, uns Erziehungswissenschaftlerinnen und Erziehungswissenschaftler. Und das ist der Grund, warum ich den Begriff des digitalen Wandels hier in dem Moment viel anknüpfbarer finde. Wenn das mit dem Mikrofon, mit dem analogen Signal jetzt ein bisschen durcheinander ging, ich wollte es nämlich möglichst kurz machen und merke, das funktioniert nicht, wenn man es kurz erklärt. Wenn Sie es ein bisschen länger erklärt haben wollen, dann können Sie in meinen YouTube-Channel schauen. Da gibt es die Serie Medienpädagogik im Schaukelstuhl und da können Sie sich das entsprechend nochmal in aller Ruhe anschauen. Da erkläre ich das am Beispiel des Schallplattenspielers und das ist dann viel besser verständlich als das, was ich gerade eben so in der Kürze der Zeit versucht habe. Also, ich denke, nachdem wir die erste Frage geklärt haben, können wir uns nun der zweiten Frage widmen. Und hierfür möchte ich mit einer Folie starten, die ich üblicherweise in der Einführungsvorlesung für die disziplinäre Verortung der Medienpädagogik nutze und damit so das weite Feld der disziplinären Bezüge, die sehen Sie hier, ist noch nicht sortiert, sondern wirklich unsortiert, der Medienpädagogik und hier sehen Sie sozusagen die großen Bereiche der Medienpädagogik. Das ist einmal das Lehren und Lernen mit Medien, also die Mediendidaktik, und zum anderen das Lernen über Medien, beziehungsweise über digitale Medien. Im übertragenen Sinne könnte man sagen, das Lernen über auch Digitalisierung oder zum digitalen Wandel. Wenn man so die letzten 2-3 Jahre zurückblickt, dann ist ja viel passiert. Zumindest ist es so, dass viele den Eindruck haben, sie hätten bezüglich des Lehren und Lernens mit Medien viel dazugelernt. Das ist auch so.
Aus medienpädagogischer Sicht allerdings ist selbst das Lehren und Lernen mit Medien weit mehr als das, was wir in den letzten 2-3 Jahren notfallbedingt gemacht haben. Das, was wir gemacht haben, ist, wir haben Präsenzunterricht, das, was damals so noch niemand genannt hat, also das, was wir kannten, haben wir übertragen in ein Online-Format. Das ist ein winzig kleiner Teilbereich dessen, was wir mit Mediendidaktik, bezeichnen. Und eigentlich ist die Richtung auch eine andere, dass wir uns, wie ich es gerade schon kurz in der Sitzung sagte, dass wir uns eigentlich erst Gedanken machen darum, worum geht es, was sind die geeigneten Mittel, was sind die geeigneten Medien, was sind die eigenen Formate auch und wie bringen wir entsprechend den jeweiligen Lerngegenstand rüber. Das ist Mediendidaktik. Das heißt, das, was Corona-bedingt alle hinzugelernt haben, ist sozusagen ein kleiner Teilbereich dessen, was wir mit Lehren und Lernen mit Medien verbinden. Da steckt noch viel, viel, viel mehr drin. Das ist mir nur wichtig zu sagen. Das heißt also, worum es nicht gehen wird, ist heute das Lehren und Lernen mit Medien. Und natürlich geht es auch nicht um die Digitalisierung der Verwaltung. Aber das Lernen über Medien, das könnte ganz interessant sein und das ist gerade in Bezug auf eben den gerade beschriebenen digitalen Wandel ganz anknüpfbar. Ich versuche das mal zu begründen, warum. Und zwar mit dem großen Begriff Bildung. Und darüber könnten natürlich Erziehungswissenschaftlerinnen und Erziehungswissenschaftler viel erzählen. Ich möchte es aber in Anbetracht der knappen Zeit wirklich sehr auf den Punkt bringen. Wie schon angekündigt, und deswegen bediene ich mich dieser relativ einfachen Definition, die Bildung als etwas bezeichnet, was eine reflexive Auseinandersetzung des Individuums mit seiner Umwelt ist. So kann man Bildung umreißen. Die Frage ist jetzt nur, was ist es, diese Umwelt, und wie ist sie, diese Umwelt? Wie hat sie sich verändert in den letzten Jahren? Und da müssen wir feststellen, dass es in den letzten Jahrzehnten Metaprozesse gab, die eben die soziale und materielle Umwelt im Wesentlichen verändert haben. Das sind zunächst mal, jetzt zumindest für dieses Thema heute hier, die Mediatisierung und die Digitalisierung. Und dann aber natürlich Metaprozesse, mit denen wir uns schon lange beschäftigen, noch länger als die der Mediatisierung und der Digitalisierung, nämlich gemeint sind Individualisierung und Globalisierung. Und was da deutlich wird auch, oder beziehungsweise was jetzt in den weiteren Ausführungen deutlich werden soll, ist, dass diese Metaprozesse ineinander spielen. Zwar also, dass Mediatisierung und Digitalisierung nicht ohne Individualisierung und Globalisierung zu denken ist und andersrum. Das heißt, dass das Prozesse sind, die einander gewisse Interdependenzen haben. Und vielleicht mag sich das kryptisch oder etwas komplex anhören. Ich glaube, wenn wir jetzt ein paar Schlaglichter in die Medienentwicklung werfen, dann wird das relativ schnell deutlich, was ich damit meine. Um also besser einschätzen zu können, was diese Metaprozesse für unsere Umwelt und dann natürlich auch im weiteren Sinne für uns und unsere Gesellschaften bedeuten, will ich einen wirklich schnellen, versprochen ethnografischen Blick zurück in die jüngste Medienhistorie unternehmen. Schnell deswegen, weil ich davon ausgehe, dass die meisten von uns diese Entwicklung ja selbst miterlebt haben. Also wir alle Zeitzeugen sind. Also ein paar unsortierte Schlaglichter zum Medienwandel und damit natürlich auch zum digitalen Wandel. Neue Medien. Dann könnte man jetzt einwenden, so neu sind sie ja gar nicht mehr, richtig, und das war auch nicht gemeint, als neue Medien bezeichnet wurden. Was, wenn man so in den Weitwinkel geht, was damit im Wesentlichen gemeint war mit den neuen Medien, war, dass sich die Funktion der Medien geändert hat. Währenddessen Medien primär, also gerade die Massenmedien, primär für Information und Unterhaltung dienten, änderte sich mit den neuen Medien insofern die Funktion, dass sie
in höherer Weise, in umfänglicher Weise zu Kommunikation verwendet werden können. Kann man jetzt diskutieren, weil so richtig trennscharf ist das nicht. Manche denken an Telefon, vielleicht auch an die E-Mail und so. Also das ist, aber Sie sehen schon, grundsätzlich sozusagen strukturell geht es darum, mit den neuen Medien änderte sich die Funktion von Medien. Blickt man weiter in der Mediengeschichte, dann stellt man fest, dass so um die Ende der 1990er Jahre, Anfang 2000, nicht nur die Medien bunter wurden, sondern vor allem auch das Netz bunter wurde. Davor war das Netz relativ unbekannt und bestenfalls für solche Nerds, wie ich sie bin. Das heißt also, es sah damals etwa so aus, man hatte Monochrom-Monitore, es war wirklich nicht besonders attraktiv. Ja? Das war übrigens auch mein erster Rechner, ein ZX81, mit dem man eine halbe Stunde lang irgendwas programmiert hat und sobald der Strom ausgefallen ist, also eine halbe Stunde war noch wenig, sobald der Strom ausgefallen war, musste man bei Null anfangen. Ich habe keine Möglichkeit zu speichern. Das war zum Beispiel ein Ergebnis. Einige kennen das vielleicht noch. Pong. Also alles andere als attraktiv und eher was für so eben diese, Sie erinnern sich an den kleinen Jungen vom Sportunterricht und so. Ne? Also eher was für die. Das ist schon attraktiver. Das heißt also, plötzlich, wir können Bilder nutzen, Bewegtbilder, YouTube. Plötzlich macht das Netz Spaß, plötzlich machen Medien Spaß. Und in dem Moment hat, jetzt kann man sagen, okay, ja und, es ist bunt geworden. Ja, aber es hat die Nutzung nochmal verändert, nämlich eine viel breitere Nutzungsmöglichkeit hat in dem Moment auch eine viel breitere tatsächliche Nutzung gefunden. Und da habe ich Ihnen einen Beweis mitgebracht dafür. Vielleicht kennen einige von Ihnen das Bild schon. Wir blicken hier zurück in das Jahr 2005. Und damals hieß es, der Papst ist tot. Und einige Gläubige sind nach Rom gekommen, um bei der Aufbahrung dabei zu sein. Einige hatten sogenannte Foto-Handys, so hieß das damals. Heute ist ganz selbstverständlich, dass ein Smartphone ein Foto hat. Foto-Handys dabei. Ich zeige das hier mit den Kreisen und haben versucht, die Szenerie einzufangen. Und kaum 8 Jahre später sieht die Welt fast am gleichen Ort, ein bisschen um die Ecke, sieht dann so aus. Das war dann 2013 bei der Wahl von Papst Franziskus. Man sieht, es wird heller und ich meine das überhaupt nicht kirchenpolitisch. Was man jetzt hier sieht, sind keine Kerzen, sondern sind natürlich die Displays, wir kennen das. Sind die Displays von Smartphones, die Menschen dort zum Fotografieren nutzen, zum Nachschauen oder nach dem Wetter und wie lange hält es noch und so weiter. Okay, könnte man wieder einwenden, naja gut, es wird mehr, ja? Was bedeutet das? Was für uns heute selbstverständlich ist, war damals ein absolutes Novum. Die ersten Smartphones wurden, vielleicht erinnern sich einige auch, nur mit einer Handy-Flatrate verkauft, mit einer Mobil-Flatrate. Das heißt also, in dem Moment wurde nicht nur, also wir bekamen alle die Möglichkeit, dauerhaft always on zu sein, dauerhaft mobil Medien nutzen zu können, was durchaus diese Mediennutzung noch einmal verstärkt hat. Also es geht nicht nur um mehr Geräte, sondern tatsächlich auch, dass sich die Kommunikation dadurch natürlich ändert, wenn ich diese Kommunikationsmöglichkeit immer dabei habe. Und Kommunikation und Kollaboration hat sich verändert, bereits mit den Bildern, um noch mal kurz zurückzuschauen. Es wird bunt und es wird viel. Das heißt, gerade wenn man sich mit der Nutzung von Bildern in der Nachrichtenberichterstattung beschäftigt, wenn sie eben nicht nur illustrativen Charakter haben, sondern auch konnotativen, dann muss man sich natürlich auch mit der Frage beschäftigen, was hat sich dadurch geändert? Bei Bildern, bei Texten ist es zum Beispiel so, dass wir gelernt haben, meine Großeltern sahen das noch anders, also die haben zum Beispiel, das ist etwas Geschriebenes, das ist echt, aber wir haben gelernt, wenn jemand etwas schreibt, dann ist das ein Artefakt und das kann natürlich, es enthält natürlich, könnte die Meinung des jeweiligen Autors oder der jeweiligen Autorin enthalten.
Bei Bildern ist das etwas anders, da Bilder begegnen uns in der Natur und die haben zumindest meistens noch den Anschein, dass sie echt sind, dass sie authentisch sind. In höherem Maße, als das beispielsweise Text ist. Da haben wir die kritische Auseinandersetzung gelernt in den letzten Jahrzehnten. Und wenn man sich aber anschaut, was aktuell alles möglich ist, beispielsweise Deepfakes. Deepfakes sind Möglichkeiten, die, Sie sehen das hier, das ist ganz gut dargestellt, ein unbewegliches Bild durch eigene Bewegungen entsprechend zu animieren. Ja? Und das damit täuschend echt wirkende, manipulierte Bilder, aber eben auch Audio- und Videoaufnahmen zu erzeugen. Wurde genutzt von einer pro-russischen Gruppe, wie man hier sieht, haben einige Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, in diesem Fall jetzt hier Frau Giffey, mit einem Interview konfrontiert. In diesem Fall ist es relativ schnell aufgefallen. Frau Giffey hat das gemerkt, das Gespräch entsprechend abgebrochen. Der Wiener Bürgermeister hat es nicht gemerkt, hat nämlich einige Statements aus dem Interview getwittert. Und die Idee war natürlich, dass dadurch diese pro-russischen Gruppen die Berichterstattung mit beeinflussen können. Zum nächsten Schlaglicht. Massenmedien sind Medien, die von wenigen für viele gemacht werden. Also zum Beispiel Zeitungen, Radio, Fernsehen. Wer diese Medien kontrollierte, hatte natürlich enorme Macht über Meinung, Einstellung und so weiter. Unter anderem Bert Brecht hat das erlebt, dass diese Macht gerade im sogenannten Dritten Reich als Propagandainstrument ausgenutzt wurde und formulierte in diesem Kontext seine Radiotheorie. Und Bert Brecht schlug darin vor, dass das Radio nicht nur Distributionsapparat, sondern Kommunikationsapparat werden sollte, damit der Zuhörer zukünftig nicht nur hören, sondern auch sprechen können sollte. Was seinerzeit, also um die 1930er war das, konzeptionell angelegt wurde, ist inzwischen, wir kennen das alle, ist Realität. Alle Menschen können potenziell alle Menschen erreichen. Mit einer Idee, mit einem neuen Song, mit einer lustigen Geschichte, mit der Mobilisierung für Proteste, also man denke zum Beispiel an den arabischen Frühling oder auch an Greta Thunberg, Fridays for Future. Gleichzeitig wurde aber natürlich diese Erreichbarkeit auch für Lügen, für Hasspostings oder für Verleumdungen genutzt. Die Tatsache, dass alle Menschen aber auch Content produzieren können, ist nicht nur in Bezug des Verlusts der Gatekeeper, also den Verlust einer Qualitätskontrolle herausfordernd, was übrigens in der amerikanischen Publizistik, hier habe ich ein Beispiel, schon relativ früh diskutiert wurde, nämlich 1922 schon, sondern natürlich auch insofern schlicht in Bezug auf die schiere Menge des erzeugten Contents auch interessant. Und damit kommen wir zum nächsten Punkt. Also zur nächsten gesellschaftlich-kulturellen Implikation, die sich aus der digital-technischen Basis ergibt. Und dazu gleich drei Prämissen, aber wie versprochen in aller Kürze. Zunächst haben wir es mit einer universellen Datenstruktur zu tun, eben diese vorhin schon erwähnten Einsen und Nullen. Und aus diesem universellen Datenformat ergibt sich die Möglichkeit einer Medienkonvergenz. Das heißt also, dieses universelle Speicherformat erlaubt, dass wir unterschiedliche Speichermedien in einem Gerät zusammenführen können. Ihr Smartphone ist das beste Beispiel dafür. Das heißt also, früher, die Älteren erinnern sich, brauchte man zum Beispiel zum Fotografieren eine eigene Kamera. Und was darin passierte, waren chemische Prozesse, gerade bei der Entwicklung. Erstmal fiel Licht ein, dann veränderte sich dadurch der Film und zum Entwickeln musste man sich entsprechenden Chemikalien bedienen, dann wurde der Film entwickelt, dann wurde der Film vergrößert und auch da wieder um das Papier entsprechend das gleiche dann, oder ähnliche Verfahren dann wieder, wenn man das Papier belichten wollte. Andere Medien, andere Techniken wurden entsprechend auch zusammengeführt. Das nennen wir Konvergenz. Und etwas Ähnliches, also durch das universelle Speicherformat,
Und etwas Ähnliches haben wir durch die Weiterentwicklung von einer Hardware-Orientierung, also das heißt, auch das ist die Idee dahinter, ich brauche nicht mehr für jedes Medium eine eigene Hardware, ein Tonbandgerät, ein Schallplattenspieler, eine Kamera, eine Videokamera und so weiter, sondern ich habe auf Basis dieses universellen Speicherformats ein Gerät, das vielleicht nur über unterschiedliche Sensoren verfügt und unterschiedliche Medienfunktionen erreichen kann. Das Ganze wird eben nochmal verstärkt dadurch, dass ich eigentlich beispielsweise bei so einer Hardware wie dem Smartphone nur die App, die Applikation, die Software ändern muss und in dem Moment hat das Gerät eine neue Funktion. Was steckt da wieder gesellschaftlich-kulturelle Implikationen drin? Ich kann den Medienwandel nochmal beschleunigen. Nicht nur aufgrund des einheitlichen Formats, sondern eben aufgrund der Orientierung an einer gemeinsamen Basis, eben an der Software. Ich brauche eigentlich nur eine gute neue Idee und schon habe ich ein neues Medium. Und damit auch eine neue, eine gesellschaftlich-kulturelle Nutzungsform gefunden, aber damit auch Herausforderungen für unsere Wirtschaft, wie es immer ist. Das noch ergänzend dazu, Server-Based Computing, also die Cloud, dass wir nicht nur darauf geworfen sind, dass wir mit der Hardware dieses kleinen Geräts, zum Beispiel des Smartphones, war ja ein ganz gutes Beispiel bisher, verworfen sind, sondern dass die anspruchsvolleren Applikationen dann nicht auf der Hardware selbst laufen müssen, denn die ist ja vielleicht relativ schmalbrüstig von so einem kleinen Gerät, der Akku ist irgendwann schnell leer. Das heißt, alles, was höhere Performance, höhere Verarbeitungsqualitäten benötigt, das wird ausgelagert auf Serverinfrastrukturen. Praktisches Beispiel, wenn Sie Siri oder Alexa nutzen, dann findet die Sprachverarbeitung, die relativ anspruchsvoll ist, findet nicht innerhalb des Gerätes statt, sondern außerhalb des Gerätes in irgendeiner Serverfarm. Das heißt, der Schnipsel wird versendet, wird dort ausgewertet und das Ergebnis entweder ein Befehl für das Gerät oder auch eine Antwort, je nachdem, wird entsprechend zurückgesendet. Warum erzähle ich das? Weil es auch nochmal einen Hinweis darauf gibt, beispielsweise, also vielleicht haben Sie es gelesen, vielleicht auch nicht, weil das nochmal eine neue Form der Nutzung dieser Geräte ist. Das heißt also, wenn Sie Alexa oder Siri nutzen, dann belauschen Sie diese, dann werden Sie durch diese Geräte entsprechend belauscht, ob man will oder nicht. Also Ihre Stimme wird übertragen. Und zwar auch nicht nur dann, wenn Sie sagen, hey Siri. Kommen wir schon zum letzten Schlaglicht auf den medialen digitalen Wandel und damit gleich zu einer Problemanalyse und zu dem Antwortversuch auf die zweite Frage. Digitale Medien, wie zum Beispiel der Computer, beginnen mit uns zu kommunizieren. Und das meine ich nicht nur mit dem Siri-Beispiel. Also, dass der Computer in unserer Gesellschaft künftig mit kommuniziert, könnte man auf Carol Beer zurückführen, zumindest, ich weiß nicht, ob das einige von Ihnen kennen, Little Britain, eigentlich eine Comedy-Serie, eine britische, und das Lustige dabei ist, dass David Williams, der Carol Beer spielt, eigentlich wiederkehrender, also ein Running Gag, dass er immer wieder, wenn jemand beispielsweise eine Reise buchen möchte bei ihm, dann daraufhin sagt, der Computer sagt nein. Also eigentlich ging es darum, um die mangelnde Servicequalität von Serviceanbietern damit zu karikieren. Aber tatsächlich ist es ja so, dass wir häufig, also dass es zumindest nicht selten vorkommt, dass wir persönliche Unlust oder dass wir etwas, was eben nicht funktionieren soll,
dann der Technik zuschieben, beispielsweise, das sieht LSF nicht vor, zum Beispiel, oder diese Möglichkeit gibt es hier nicht, da kann ich Ihnen leider nicht helfen. Das heißt also, dass der Computer, dass die Technik als vorgeschobenes Argument verwendet wird. Das zieht sich, glaube ich, das zieht sich ganz gut durch. Sie ist gleichzeitig aber auch, und da versteht man noch mal ein bisschen deutlicher, was damit gemeint war, mit dem Computer, kommuniziert mit. Wir brauchen sie auch inzwischen. Denken Sie an den Content, denken Sie an die schiere Menge des Contents, die dadurch entsteht, dass alle mitkommunizieren, alle die Möglichkeit haben, Content zu produzieren. Um diesen Content überhaupt finden zu können, um überhaupt in der Lage zu sein, begeben wir uns in die Abhängigkeit von Maschinen, Suchmaschinen zum Beispiel. Suchmaschinen, die nach bestimmten Kriterien, die nicht vielleicht unsere Kriterien sind, sondern die Dritter unsere Ergebnisse vorsortieren. Das heißt, was auf Seite 1 landet, ist nicht unbedingt nur von meinen Kriterien abhängig, sondern von denen, die jemand in diesen Algorithmus gebaut hat. Was ich damit sagen möchte, ist, jegliche Form von Technik, jedes Medium enthält Werte, Einschreibungen, man könnte auch sagen, im wahrsten Sinne des Wortes, Programmierungen, Einschreibungen von Werten, von Annahmen, von Ideen, von Vorstellungen anderer. Aber Technik an sich, ist erstmal neutral. Aber wir gestalten sie. Und da ist wiederum die Frage, wie gestalten wir die Technik und wer gestaltet die Technik? Was aber Tatsache ist erstmal, dass unsere soziale und materielle Umwelt in hohem Maße davon geprägt wird, was ich Ihnen gerade hier schlaglichtartig gezeigt habe. Und jetzt zur Frage abschließend, warum ist der digitale Wandel eine Bildungsaufgabe? Und um das besser nachvollziehen zu können, warum der digitale Wandel eine Bildungsaufgabe ist, möchte ich an Paulo Freire erinnern. Einige kennen ihn bestimmt, brasilianischer Kollege, Erziehungswissenschaftler, der die Kultur des Schweigens bei den Slumbewohnern Brasiliens feststellte und sich für Alphabetisierungskampagnen einsetzte. Und der zentrale Satz seiner unglaublich viel zitierten Schrift ist für mich dieser: Schriftcode ist der Code der Mächtigen. Der Code, den man beherrschen muss, um Welt und Gesellschaft mitzugestalten. Um diese These besser zu verstehen, muss man eigentlich nur in ein fremdes Land gehen, in dem man die Sprache nicht versteht, vielleicht auch nicht mal die Schriftzeichen, auf denen sie aufbaut. Und vergleichbar ist die Situation, wenn man mit der Bildersprache nicht vertraut ist, die eben zur Erinnerung nicht nur illustrative, sondern auch konnotative Funktionen haben kann. Das Gleiche gilt aber natürlich auch für technisches Design, für Computercode oder technologische Prinzipien. Die Tatsache, wie beispielsweise in diesem Raum die Tische und Stühle stehen, gibt uns eine Kommunikation vor. Die Sitzordnung, wie sie beispielsweise typische Vorlesungssäle haben, geben uns eine Kommunikationsform vor. Uns bleiben wenige andere Möglichkeiten. Das heißt also, kenne ich die Hintergründe technischen Designs, setze ich mich nicht kritisch, reflexiv mit Bildern beispielsweise auseinander, die eben eine konnotative Funktion haben, oder auch eben mit Computercode, mit Algorithmen und so weiter, dann kann ich entsprechend, bin ich nicht in der Lage, Gesellschaft mitzugestalten. Genau, etwa so, wie wenn ich eine bestimmte Sprache nicht sprechen würde. Und da gibt es einiges zu gestalten. Drei Minuten. Es gibt noch viel, was ich Ihnen hätte noch gerne gesagt. Die Codes sind 1 und 0, nicht 3.
Nochmal stärker in den Weitwinkel zu gehen. Also wenn wir uns mit der gesellschaftlich-kulturellen Entwicklung beschäftigen, dann haben wir es mit strukturellen Merkmalen, ich nenne sie Prinzipien, zu tun. Finden diese zum Beispiel auch bei Felix Stalder, Referenzialität, Vernetzung, Softwarebezug, Algorithmizität und so weiter, die eben die digitaltechnische Basis eines Mediums bestimmen. Und hiermit will ich andeuten, dass eben nicht nur, wir sehen zwar im Wesentlichen, weil es sozusagen die Benutzerschnittstelle ist, weil es der direkte Kontakt ist, den wir haben mit dem Medium, aber letzten Endes, in dem Moment, in dem technisch-physikalische Basis oder auch Applikationen unsere Medien beeinflussen, beeinflussen sie natürlich auch uns. Und mit uns auch das, unser Gemeinsam und unser Zusammenleben, unsere Kommunikation, unsere Kollaboration. Und deswegen ist es wichtig, sich mit diesen Prinzipien zu beschäftigen, wobei die Trennung Digitalität, Medialität hier eine eher künstliche ist. Letzte Folie. Das Problem ist nämlich, dass wir diese gesellschaftliche Gestaltungsaufgabe, die Gestaltungsaufgabe von Technik und Technologie, bisher im Wesentlichen technischen Profis überlassen haben. Wahrscheinlich, so die Vermutung, aufgrund inhaltlicher Überforderung. Auf Dauer ist es meines Erachtens aber problematisch. Denn letzten Endes, um es mal salopp zu sagen, wer codet, wer maket, bestimmt, wie die Welt von morgen aussieht. Und wenn man bei dieser Raumanalogie bleibt, dann wäre das etwa so, wie wenn ich mir eine neue Wohnung einrichte und letzten Endes die Einrichtung Mark Zuckerberg von Facebook überlasse. Das würde dann etwa so aussehen. Vielleicht nicht jedermanns Style. Aber wesentliche Unterscheidungen, Normierungen sollten idealerweise von allen Menschen zumindest nachvollzogen werden können, sofern gesellschaftlicher Konsens darüber besteht, dass der Prozess der Gesellschaftsentwicklung ein partizipativer sein soll. Ich vermute aber, dass das eher eine rhetorische Frage ist. Also unsere Gesellschaften begeben sich in immer stärkere Abhängigkeit von Medien und Technik. Wir nutzen die Medien und die Technik immer intensiver, da sie uns, unser Leben, unser Arbeiten unterstützen. Aber wir hinterfragen kaum die Interessen, die sich hinter Daten, Software, Technik verbergen und reflektieren zumindest bisher noch in viel zu geringer Weise, wie die Medien und die in Technik eingeschriebenen Werte und Vorstellungen. Wir befinden uns historisch just an dem Punkt, an dem die Philosophen der Frankfurter Schule ihre Kritik an der Kulturindustrie verbalisierten und die kritische Medientheorie prägten. Nur geht es heute eben nicht mehr nur um die Medien, sondern auch um die Technik hinter den Medien. Problematisch ist nämlich, wie seinerzeit ja auch, dass die Medien primär von einer kleinen Gruppe von Medienschaffenden, heute heißen sie die Big Five, produziert werden, dass technisches Handeln eben bisher nur technisch ausgebildeten Experten zugesprochen wird. Und im Ergebnis führte es erstmal dazu, dass technologische und technische Entwicklung bisher kaum bezüglich ihrer gesellschafts- oder kulturtheoretischen Bedeutung diskutiert wurden. Es flammt so langsam auf, es passiert ein bisschen was, erziehungswissenschaftlich entsprechend genauso. Also um es auf die einfache Formel zu bringen, Medien und digitale Technik ist unsere Kultur, aber wir brauchen mehr Kultur-, Sozial- und erziehungswissenschaftliche Forschung. Also hier wird ein dringender Nachholbedarf sichtbar. Und das erklärt übrigens auch, warum uns der digitale Wandel so fordert aktuell. Denn wer trifft künftig die ethischen und juristischen Entscheidungen, auf deren Basis unsere Welt in technische und in informatische Modelle abgebildet, überführt wird? Bisher haben wir die Technik nämlich im Wesentlichen genutzt und das Nachdenken darüber anderen überlassen. Meines Erachtens sollten wir das bald ändern. Vielen herzlichen Dank für Ihr Interesse.